Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe mit Hearthstone, Kartenchaos oder Tavern Brawl. Heute Heart of the Sunwell. Wir starten mit 10 Mana und schauen mal, was wir damit machen. Gut, was kann man erstellen? Handlock wäre ganz gut mit den ganzen großen Karten, dass man sich was ziehen kann. Control Warrior mit den ganzen Legendaries, Priester natürlich auch nett mit seinen ganzen Karten. Miracle, oh, ich will Miracle Rock spielen. Das ist die Idee. So, wir brauchen Dexter, wir brauchen Preparations, wir brauchen Shadow Steps, wir brauchen Cold Blood. Die Poison 1. Sinister Strike natürlich, ein Blade Fury, zwei Viscerate. Zap, Shift. Ben of Knives, Van Cleef, Inkas Sharp Oil, einmal das Schwert, Sprint, nehme ich Sprint mit? Nee, ich nehme den Engineer wieder mit rein. Sergeant brauchen wir nicht. Wo ist denn mein Lieblings-South-Seed-Deckhand? Was brauchen wir noch? Beziehungsweise was können wir noch mit reinnehmen? Erstmal bei 5 Mana gucken, oder war der Aktionär schon bei 6 Mana? Leeroy? 5 Mana? Also ich weiß nicht, ob ich Leeroy nehmen soll oder die anderen Dinger, warte mal. Okay, dann war der bei 6 Mana schon, der Aktionär. Da. Zweimal den. Habe ich noch 2 Karten frei. Lass mich überlegen, will ich Maligos mit reinnehmen? Ach komm, wir probieren es mal mit Maligos. Und dann... Der... Na, wo ist er? Bei 5 Mana. Da, Faceless Manipulator. Muss ich einen eigentlich wieder rausnehmen? Und ich weiß nicht was. Deadly Poison? Nee. Was nehme ich raus? Ein Fan of Knives. Ein Zap. Ein Zap dürfte reichen. Leeroy! Wo ist Leeroy? Nee, der hat nur 5 Mana gekostet. Da ist er. Leeroy! Jenkins! So, probieren wir es mal aus. Mal gucken, ob es klappt. So wie ich mir das vorstelle. Ansonsten baue ich mir auch nochmal ein Deck mit ziemlich vielen teuren Karten. Wir schauen mal, wie das läuft. Na komm. Im Prinzip müsste ich jetzt eigentlich relativ schnell durchcirkeln können durch mein Deck, je nachdem, was ich ziehe. Natürlich sein, dass ich kaum eine von meinen Card-Draw-Karten ziehe. Dann haben wir ein Problem. Kann aber auch sein, dass ich direkt einen Auktionär auf der Hand habe und dann mal geschmeidig 6 Karten oder so in einem Zug ziehe. Das ist schon mal okay. Das sind quasi 4 Karten direkt auf der Hand. Alles klar. Und ich bin auch zuerst dran. Kriegt er eigentlich wohl eine Münze? Er kriegt noch eine Münze. Sodele. Oh mein Gott. Job done. I'm liking this. Das ist schön. Oh, ist das schön. Schön direkt erstmal noch 4 Karten gezogen. Den habe ich ja mal irgendwie so ein bisschen einen Bock. Will er den wirklich damit nochmal angreifen? Nee. Na gut. Soll er machen. Alakir, ja. Was sonst? Machen wir es so. Haben wir den kaputt. Haben wir noch einen? So, ich habe ja keine Karte gespielt. Na gut. Dann kriegt er einen Edwin. Na komm. Komm. Yeah.
Natürlich bestimmt. Oh, mir ins Gesicht. Das ist okay. Ich spiele jetzt nochmal Ragnaros wahrscheinlich. Ich glaube, das Bild funktioniert nicht so wirklich. Wenn der andere dann auch schon die Möglichkeit hat, die ganze Zeit die fetten Karten rauszuhauen. Da muss man schon extrem Glück haben, dass man seine Win-Condition relativ früh zieht. Ich glaube, ich probiere gleich mal ein Krieger-Deck aus. Ja, komm. Hau mir nochmal ins Gesicht. Das finde ich jetzt irgendwie ungeil. Ja, nein. Okay. Miracle Rogue funktioniert in diesem Modus nicht so gut. Haben wir gelernt. Probieren wir einen Kontrollpriester oder einen Kontroll... Quatsch. Nein, Tavern Brawl. Priester oder Warrior? Was nehme ich? Ich mache einfach beides, aber was zuerst? Warrior zuerst. Warrior! Erstmal Shield Slam. Execute. Oh, ich habe goldene Whirlwinds, warum nicht die? Whirlwinds. Zwei Fire War Axes. Ein Rampage, zwei Rampage, ach ja, zwei. Kann man dann mal raus tun. Hammersmith, den Shield Block. Warte, hiervon. Deathbite, Weaponsmith brauche ich nicht. Ich habe goldene Shield Blocks. Ein Reaper. Ne, die Reaper kommt nicht mit rein. Aber dafür sie, ein Brawl. Gorehall. Ach ja, komm, nimm mal Gorehall. So. Jetzt die teuren hier hinten. Dr. Boom. Kel'Thuzan, ne, Ragnaros. Sarah. Nefarian? Nehme ich Nefarian? Ne. Gibt noch andere, die ich brauche. Warte. Das? Ah, okay, da kann man die alle raus. Und okay. Welche waren es denn noch? Ah, natürlich. Sylvanas. What else? Soll ich Taurissian? Geht der da wohl mit rein? Mal gucken, was habe ich denn sonst noch so drin gehabt? Doatep. Oh, Harrison Jones. Natürlich. Sonst noch irgendwelche Legendaries? Oder nehme ich dann. Ne, Baron. Gidden bringt. Na, Quatsch. Baron Gen, ne, den hatte ich nur, das war mal ein Arena-Run, wo ich den hatte und das ziemlich cool fand. So leider nicht. Hatte ich nicht noch irgendwas, was hier mit drin gepasst hat? Gefühlt war da mal was, na egal. Kann auch sein, dass ich gerade doof bin. Nein. Ich wollte doch den Emperor Taurissian mit reinnehmen. Mal gucken, wie dieses Deck funktioniert. Ob auch so eins, das man eigentlich auf normal gebaut hat. Ich meine, dann habe ich ein paar Karten, die ich schnell ausspielen kann. Mal schauen. Oh Gott, ein Kontrollpriester. Na, das kann ja heiter werden. So, brauchen wir nicht. Das ist schon mal gut, um alles zu töten, was er direkt hat. Zwei Fiery Warwaxes, dann weiß er schon, was ich machen muss. Und er fängt an. Das ist doch schön. Ah ja. Den machen wir dann erstmal kaputt. So, erstmal hier geguckt, wer Boss ist. Oder zumindest gehofft. So, jetzt kommt wahrscheinlich irgendeine andere Scheiße. Bin mir ziemlich sicher, er hat auch Mind Control auf der Hand. Frage, kriegt er irgendwie mehr Mind Control? Komm schon, Nefarian. Jetzt sieht auch direkt seine ganzen guten Dinger. Ist ja krass. Nur 5 Schaden auf der Hand. Boah, eine Rüstung. Oder irgendwas, das Rüstung gibt, damit der Schließlamm funktioniert. Hm. Auch okay.
Entweder macht er, also, entweder Silencer Deal oder ich habe im nächsten Zug einen 8-3 Nefarian. Oder Mind Control C. Auch das wäre möglich. Oder er hat einen Auktionär. Warum auch? Oh, bitte lass ihn die Münze gezogen haben. Oder Shield Sam, ist eigentlich egal. Ist beides scheiße für ihn. Jetzt kann er zwei Karten ziehen, wenn es die Münze ist. Ja. Gut, er zieht eine Karte. Also doch nicht scheiße für ihn, sondern okay. Hat den mal ich kaputt, hab den da rein. Warum machst du das? Warum kriegt er denn meine ganzen Ein-Mana-Spells? Bisschen unfair, wenn ihr mich fragt. Oder nicht? Ach komm schon. Hä? Okay, das war seltsam. Aber wenn er meint, dann halt so. Yes. Mal gucken, was ich ziehe. Ah ja, Rampage, das ist schön. Dann tun wir so. So. Und so. Und den klaut er mir jetzt. Ich sehe es kommen. Es wäre ziemlich glücklich, wenn er keinen Mind Control auf der Hand hätte. Aber wenn ich damit einmal ihm ins Gesicht hauen könnte, wäre es das schon wert. Wirklich? Er hat einen Crush gezogen. Von seinem Mathe-Zufall. Ja, natürlich, bei Nefarian. Kriegt er ausgerechnet einen, mit dem er ihn kaputt machen kann. Drecksack, Taurissian, lohnt er sich gerade irgendwie? Ja, nicht. Oh ja, hauptsächlich irgendwas auf dem Feld. Null Mana Shield Slam. Voll gelohnt. Shadow of Death. Na, wo ist es? Shadow of Death. Er hat mir mit Sword Steel meinen Emperor Taurissian geklaut. Ach komm schon. Ich fühle mich hart verarscht gerade. Aber ziemlich hart. No problem. Yeah, 0 Mana Whirlwind. Ist ja nur, ich habe ja nur 25.000 Karten, die mega viel Mana kosten, aber die ziehe ich alle nicht. Und gewinne trotzdem irgendwie. Oh Gott, das wird, ja natürlich, das war ein Ding. Ja, er hat 12 HP. Irgendwie weg. Er hat 2 Shield Slams geklaut. Oh, bitte macht dann 10-10 Taurissian raus. Naja, 15 ist noch machbar. Ach. Kann ich jetzt bitte mal irgendwas Großes, Dickes be... Hallo. Scheiß Spiel. Ich will gewinnen. Gib mir gute Karten. Oder mittelgute Karten. Na komm schon. Naturdrachen. Viel zu viel. Fällt mir nicht. Nicht wirklich. Ach, natürlich noch eine Ordinova. Ich hab immer noch 10 AP mehr als du, auch wenn du so viel auf der Hand hast. Irgendeine billige Karte und ein Brawl wäre jetzt geil. Natürlich ein Deathbiter. Ich hau und mach die Fresse und mach ihn kaputt und hoffe, das klappt irgendwie. Lalalala. Also, wenn ich im nächsten Zug Ragnaros ziehe, der ihm in die Fresse haut, habe ich immer noch 2 zu wenig, weil er sich gerade geheilt hat. Dammit! Ich habe das Gefühl, das wird nichts mehr. Ist das schon ein gutes Deck? Ja,
Das hat er. Ach komm schon. Wirklich. Nichts gezogen. Ich möchte mal gleich kurz gucken, bitte, welche Karten ich nicht gezogen habe von meinen. Lasst mich schauen. Also, weder Wysera, noch Ragnaros, noch Dr. Boom, noch Gorehole. Na gut, dann ein paar. Aber von meinen ganzen guten, keine einzige. Will ich damit nochmal spielen? Nee, das ist langweilig. Ich würde mal interessieren, ob Facehunter funktioniert. Als so eine teurere Art Facehunter. Wie ist mir. Ach komm, wir machen jetzt den. Max Mana Warlock. You face Drex, the Lord of the Burning Legion. Mal alle Giants, Nefarian. Maligos? Will ich Maligos? Nee. Ragnaros, Petusat, Gorehole. So viele teure Karten, wie ich kann. Einfach nur maximale Kreaturenbäscherei. Balkan noch? Irgendwas Schönes hier von Soulfire zum Beispiel? Ja, warum nicht? Mal gucken, ob dieses sehr simple und sehr einfache Prinzip aufgeht. Wir beschießen ihn einfach mit riesigen, fetten Kreaturen und er kann hoffentlich nichts dagegen tun. Das ist der Plan. Ob es aufgeht, wie gesagt, ich hatte auch schon viele Pläne. Wird sich zeigen. Hauen erstmal einen Force-Tank um die Ohren. Da muss er mal gucken. Einen darf, obwohl, scheiß drauf. Aber Sylvanas brauche ich, glaube ich, erstmal nicht. Mal gucken. Oh, ein Corehound. Das ist auch schön. Friss einen Max-Tank. Ich hätte vielleicht noch ein paar 2-3-Kost-Karten reinhauen sollen. Damit ich noch was spielen kann, außer Karten ziehen. Ich. Mind Vision natürlich. Und mein Force Tank. Because why the fuck not? Da habe ich zwei davon. Und der da wackelt. Und bewegt sich. Denn der ist gülden. Ich weiß auch nicht, warum ich den habe. Und kann jetzt nicht stören. Ich ja nicht so Fan von gerade. Na, greift den an, damit er ihn kaputt kriegt. Okay. Wir tun so. Wir tun so und hoffen, dass es nicht Draxus ist. Okay. Kann ich mitleben. Wir tun so. Ich nehme noch eine Karte. So. Irgendwas wird davon ja jetzt wohl am Leben bleiben. Vornehmlich wahrscheinlich der. Bin mal gespannt, was er hat. Resurrect, natürlich. Was sonst? Och, komm schon! Wirklich, Kel'Thuzad? I call Bullshit. Ich kann ihn nicht direkt. Warum habe ich einen Toxo mit drin? Naja. Immerhin muss er den da irgendwie mit rein und. Oh.
Ja, ein Big Game Hunter, natürlich. Was sonst? Ich brauch irgendwo einen Schaden her. Ich habe leider nicht einen Schaden. Sieben, 4, 6, 8. Das ist eine Menge Schaden, den er auf der Hand hat. Ich glaube, ich habe nichts mit. Ja, nee, kann ich vergessen. Okay, ist nicht aufgegangen. Ich hätte mir mehr Gedanken machen müssen. Ich hoffe, ihr habt mehr Glück damit. Und wünsche euch viel Spaß beim Kartenchaos. Einmal gewonnen, da muss ich mir jetzt aber was einfallen lassen. Vielleicht auch einfach einen Priester machen. Naja, besser als dich. Das gibt's dann, weiß ich nicht, offline. Ich muss ja die Karte noch gewinnen. Das war's auf jeden Fall. Mache das gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.